Die London Taxi Company zeigt auf der IAA die nahe Zukunft des Taxigeschäfts. Die Grundidee ist, dass in den Innerstädten der Druck auf die Emissionen immer größer wird. Die erste Stadt, die da ganz hart darauf reagiert hat, war London. Die verlangt, dass alle Taxen ab Januar nächsten Jahres Zero Emission, also quasi elektrisch fahren können. Und darauf haben wir als London Taxi Company reagiert, haben uns jetzt umbenannt und bieten das elektrische Taxi an. Es ist ein rein elektrisches Taxi, wird ausschließlich von einem Elektromotor angetrieben. Da aber Taxifahrer immer mal wieder auch eine Langstrecke bedienen wollen, was mit dem Elektrofahrzeug nur schwierig geht, weil man dann immer nachladen muss und lang warten muss, hat es einen sogenannten Range Extender. Das ist ein Verbrennungsmotor, ein Benzinmotor mit einem Generator und der gibt dem Taxi quasi beliebige Reichweite. Rein elektrisch 150 Kilometer und mit dem Range Extender und elektrisch zusammen 700 Kilometer. Und dann muss man an eine Tankstelle gehen, kann nachfüllen und kann weiterfahren. Wir wissen, ein Taxifahrer ist ein Profi, der lebt davon, dass das Taxi funktioniert. Wir haben es also nördlich des nördlichen Wendekreises nach Nordnorwegen, Nordschweden genommen, in die tiefsten Temperaturen. Dann haben wir es nach Arizona genommen, bei plus 40 Grad und das Fahrzeug hat sich überall hervorragend bewährt. Es ist ein London-Taxi, weil sich in London eben ein Auto herausentwickelt hat, das ausschließlich für den Taxitransport gebaut ist. Man sitzt sehr bequem, man kann das Gepäck sehr leicht ein- und ausladen. Es hat eine ganze Reihe Vorteile. Es kann zum Beispiel auch einen Rollstuhl aufnehmen auf einer Rampe. Der Rollstuhlfahrer schaut nach vorne. Das sind alles Features, die ganz spezifisch auf ein Taxi entwickelt sind. Das ist das London Taxi. Wir glauben aber, dass diese Fähigkeiten, sich ganz besonders den Taxikunden so gut zu bedienen, auch für andere Städte perfekt ausnutzen lässt. Die London Taxi Company produziert bereits seit 1948 Taxen und blickt somit auf eine lange Tradition und viel Know-how zurück.